Ja, wie ihr mich kennt, halte ich nicht so viel von politischer Korrektheit. Es gibt aber ein Kompliment an eine Frau, das man ihr lieber nicht macht. Und das hat gar nichts mit Sexismus zu tun. Die Frauen unter euch wissen ganz sicher, welches gemeint ist. Denn dieses Kompliment kann Lebenskrisen auslösen. Die Liste der sexistischen männlichen Wesen sowie der allgemeinen sexistischen Verfehlungen ist ja heutzutage schier endlos. Sexistisches Gedicht, sexistische Werbung, sexistisches Gruppenfoto, sexistischer Smoothie, sexistisches Kompliment. So viele Menschen und natürlich vor allem Männer wie heute waren noch nie auf dem Sexisten-Scheiterhaufen. Ich sag's mal als Frau, die schlechte und sexistische Witze und auch schlechte und sexistische Komplimente erlebt und überlebt hat, so. Mir ist 100-mal lieber eine politisch inkorrekte und auch mal missglückte Äußerung als nur noch perfekte und fehlerlose Formulierungen und keine spontanen Sprüche oder Komplimente mehr. Und ganz grundsätzlich, echte Frauenfeindlichkeit drückt sich in den allermeisten Fällen sowieso nicht in einem missratenen Kompliment oder einem Witzchen aus. Ja, gute Komplimente für eine Frau, natürlich auch für einen Mann, gibt es viele. Ich werde euch die besten am Schluss kurz nennen. Ganz grundsätzlich finde ich ja Komplimente etwas Großartiges und ich denke, das geht den allermeisten Frauen so. Ihr könnt euch das etwa so vorstellen. Es sind Worte, die wie eine flauschige Feder über den verspannten Nacken streichen. Nur ist der Nacken das Selbstwertgefühl. Eigentlich jedes Kompliment zaubert einer Frau, auch mir, die nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und die weiß, dass es gut gemeint ist, ein Lächeln aufs Gesicht. Nun gibt es aber eines, und da müsst ihr jetzt einfach meiner Menschenkenntnis ein bisschen vertrauen, von dem ich euch ganz dringend abrate. Und das meine ich übrigens nicht mit dem Moralfinger oder irgendetwas in der Art, sondern nett gemeint mit einem Augenzwinkern. Ja, also bei mir wollte neulich ein guter Bekannter was Nettes sagen und mein Schluck Kaffee im Mund schmeckte plötzlich ganz bitter. Ja, manchmal kommt's eben ohne Vorwarnung. Du siehst gut aus für dein Alter. Für mein Alter? Man kann sich selbstverständlich weigern, diesen drei Worten eine größere Bedeutung beizumessen, kann sie ignorieren und Format zeigen und sagen, danke du auch, aber es dünkt mich, dein Haar lichtet sich etwas. Für dein Alter? Das Kompliment ist nicht sexistisch. Es ist nicht immer alles sexistisch, was einem aufstößt. Es ist einfach ein sehr schlechtes Kompliment. Es ist eigentlich gar kein Kompliment, sondern ein Bummer, also ein Schlag aufs Ego, ein Totalflop. Und da könnt ihr jede Frau über 30 fragen. Liebe Ladies, stützt jetzt bitte meine These, schreibt es in die Kommentare, vielen Dank auch. Denn das Problem ist das Alter. Wenn man etwas über die erste Frische hinaus ist und die alterstechnischen Zeichen nicht mehr aus dem Gesicht wegschminken kann, dann taugen Komplimente mit Altersbezug für unsere Seelenverfassung etwa so gut wie ein kleines Sonnenbad auf Planet Merkur für die Haut. Es ist etwa genauso schlimm wie als gestandene Frau bezeichnet zu werden. Gestandene Dinge gehören in eine Vitrine im antiken Museum. Ja, wisst ihr, älter werden als Frau ist manchmal furchtbar. Und das sage ich jetzt ganz ehrlich und offen. Gleich nach dem Aufstehen sieht das Gesicht aus wie etwas, das gerade ausgiebiges Auswringen hinter sich hat. Bis die zerknitterten Hautschichten wieder einigermaßen glatt sind, dauert es bis nach dem ersten Kaffee. Oder dem zweiten. Oder dem dritten. Jedes Jahr braucht es etwas mehr Kaffee. Ab einem bestimmten Alter denken Frauen plötzlich über dimmbare Bartbeleuchtung nach. Auch über die Anschaffung eines Surrogates. Wir kaufen nur noch Sonnencreme mit Schutzfaktor 3000. Vor dem Gang unter Menschen missbraucht man seine wertvolle Lebenszeit, um das Gesicht mit einer Puderdecke zu überziehen, die solide genug ist, eine Pistolenkugel abzufangen. Nur ist das Fiese an Make-up ja, es macht einen zwar attraktiver, aber auch mindestens 5 Jahre älter. Für dein Alter. Ja, damit schmiert man uns ja nicht nur unsere Unvollkommenheit ins Gesicht, es ist eben auch auf der Metaebene problematisch, weil es uns daran erinnert, dass es nie mehr so sein wird wie vorher. Dass es zwischen dem, was man ist und dem, was man sich in jungen Jahren vorgenommen hat, ein Graben klafft, so groß wie das Drama, das man um die ersten weißen Haare macht. Es drängen sich Fragen auf. Bin ich eigentlich die Person, die ich immer sein wollte? Habe ich mein Lebenspotenzial voll ausgeschöpft? Und ab wann sind tiefe Dekolletés nicht mehr angemessen? Ich kann von einem guten Kompliment 2 Monate lang leben, soll Mark Twain einmal gesagt haben. Gute Komplimente für eine Frau gibt es viele. Ich mag es, wie du denkst. Deine Arbeit ist brillant oder du bist wunderschön. Was? Ich hätte dich jetzt viel jünger geschätzt. Ich wäre gerne ein bisschen so wie du.
Ja, und damit kommt ihr nicht nur sicher durchs nächste Gespräch. Die Komplimente sind, also sofern ernst gemeint, eine Frischzellenkur für die gebeutelte weibliche Seele. Auch wenn das Kompliment nach 2 Tagen, bitteschön, erneuert werden muss.